Auf Thingiverse findest du Cover zu allen möglichen Handysorten. Ich suche jetzt hier mal nach einem iPhone 5 und nehme dabei ein möglichst kompaktes, damit ich es hinterher noch bearbeiten kann. Dieses kann man herunterladen und die STL-Datei auf dem Computer abspeichern. Als nächstes Werkzeug öffne ich dann Tinkercad und erstelle hier einen neuen Entwurf. Diesen benenne ich um, iPhone 5, ich werde nachher auch den Namen Flora hier rein modellieren. Und jetzt importiere ich die abgespeicherte STL-Datei, die ich mir von Thingiverse heruntergeladen hatte. Einfügen und hochladen. Auf der Arbeitsebene sehe ich nun das hochgeladene Cover von oben und kann es bearbeiten. Nun wähle ich ein Textwerkzeug aus und lege den Text darüber. Den Namen noch, Flora, hier eintragen und jetzt, da ich es ja nachher von unten haben möchte, einmal um 180 Grad drehen. Kein Volumenkörper, sondern eine Bohrung, sodass die Buchstaben als Hohlraum erscheinen. Jetzt kann ich es von unten mir anschauen und noch so zurechtziehen, wie ich es haben möchte. Dabei ist darauf zu achten, dass der Hohlraum oder die Bohrung sowohl oben als auch unten über das ursprüngliche Case hinausragt, es also vollkommen durchdringt. Wenn ich das gemacht habe, kann ich nun diesen Entwurf wiederum als STL-Datei herunterladen. Ich habe extra ein Wort mit kleinen Inselchen in den Buchstaben gewählt, die nachher im Druck ja rausfallen würden. Also im O, im R und im A sind innen drin jetzt Körper, die ich noch entfernen möchte. Deshalb öffne ich diese STL-Datei mit dem dritten Programm in Folge, und zwar mit Mesh Mixer, ebenfalls kostenlos und kostenfrei herunterzuladen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, diese kleinen Inselchen in den Worten drin oder Artefakte, wie man es auch nennen mag, zu markieren und zu löschen. Select und dann unter Edit Discard oder das X drücken. So. So soll das nachher aussehen. Es muss ja zusammenhängend sein. Dies war der letzte Arbeitsschritt und jetzt kann ich die Datei wieder als STL-Datei speichern und in einem Slicer meiner Wahl, ich wähle hierzu Cura aus, für den Druck vorbereiten. In Cura dann also öffnen. Und hier sieht man schon die Vorbereitung für den Druck. Es wird schon zentriert auf die Platte gelegt und ich kann daraus einen G-Code für den 3D-Drucker erstellen und diesen an den Drucker senden. Und so sieht das dann im Druck aus.